Herzlich willkommen aus Düsseldorf von der Euroshop 2014 Leitmesse für Shopper-Marketing und stationären Handel. Die Euroshop ist internationale Leitmesse für Shopper-Marketing und für die Vertriebslinien des Handels, die sich hier nach Lösungen für Ihre zukünftige Kundenansprache umsehen. Die Euroshop bietet alle drei Jahre den Spezialisten des Handels die Möglichkeit, einmal selbst nach Herzenslust auf Einkaufstour zu gehen und in den Angeboten von Multimedia-Spezialisten, Architekten, Laden- und Messebauern, technischen Ausstattern und sonstigen Dienstleistern zu stöbern. Also wissen Sie auch, da hat man eben halt auf zwei Seiten, einmal auf der einen Seite den Einkaufenden und auf der anderen Seite das verkaufende Unternehmen, die eine Win-Win-Situation auch dadurch haben, dass man eben halt, der eine hat einen direkteren Zugang zu seinem Kunden und der andere hat einen direkteren Draht zu einem Lieferanten und ist dort auch in der Bonität sehr weit oben angesiedelt. Realtime Vision, das ist ein Leistungspartner, den wir hier mitvertreten im Rahmen dieser Programmierung des Tisches, um einfach zu zeigen, es kommt auf das Zusammenspiel der Gewerke an. Die müssen alle positiv gut sein. Also ein Lieferant, der ganz nah wie Realtime Vision an unserer Branche ist, der kann eben halt auch ganz schnell reagieren, was die Branche so braucht. Wenn wir hier sagen, wir sind die Nummer 1, dann heißt das nicht, wir als Pharma sind die Nummer 1, sondern unsere Mitglieder sind die Nummer 1. Was darf ich Ihnen noch beantworten? Völlig finalisiert, aber kann ich Ihnen zum Beispiel ein Quad stören an der Realtime Visions ist übrigens das Unternehmen hinter FileTube Public Multimedia und damit auch Sponsor von MediaBouts und Sponsor dieses Beitrags. Als Experte für Multitouch-Tische, Kinect-Spiele, für andere Formen der interaktiv-multimedialen Präsentation und Verkaufsunterstützung ist Realtime Visions als Auftragnehmer von Agenturen an einer Vielzahl von kleineren und größeren Lösungen am POS, im Showroom, im Museumsbetrieb beteiligt. Für den Pharmap, den Verband der direkten Wirtschaftskommunikation, ist es interessant, hier nicht nur auf Vertreter des Handels von den großen Vertriebslinien zu treffen, sondern dass sich hier auch international networken lässt. Die Euroshop wird auch gut besucht von Architekten aus allen Ländern der Welt. Da geht es sehr international zu. Es gab dieses Jahr wohl sehr viele Besucher aus Brasilien. Es kommen Gäste aus Asien und aus den benachbarten europäischen Ländern natürlich auch. Supermarkt, super Einkaufswagen hier von Caddy. Der Einkaufswagen spielt ja auch im Online-Geschäft als Warenkorb nach wie vor eine zentrale Rolle. Interessant zu sehen, wie sich Unternehmen auf den Weg machen, den Handel mit neuartigen Lösungen zu beliefern, die typische Online-Features, digitale Kommunikation mit klassischen Erlebniselementen des stationären Handels verbinden und ja hier für neue Impulse sorgen, wie der stationäre Handel einen Teil seiner Stärke zurückgewinnen kann.
super interessant zu erleben, wie die großen Anbieter des Handels hier neue Dinge ausprobieren, ob das vollautomatisierte Kassensysteme oder auch ganz neuartige fokussierte Erlebniswelten sind, mit denen der preisverwöhnte Kunde aus dem Internet in den stationären Handel via Erlebniskauf herübergezogen wird. ITAB ist ein internationaler Player, ganz groß in den nordischen Ländern, in UK, auch im Baltikum und von zunehmender Bedeutung auch im restlichen Europa. Dort beschäftigt man sich mit modernsten automatisierten Checkout-Systemen und allen möglichen Aspekten der Warenpräsentation, vom Licht über das Regal bis hin zu Präsentationstischen. Ein ganz großes Thema auf der Messe sind natürlich Digital und Smart Signage, multimediale interaktive Formen der Kundenansprache vom Multitouch-Tisch über entsprechende Boards bis hin zu Kinect-Spielen und neuen Formen, die Kommunikation aus dem Internet von Prints, Broschüren und am POS in eins laufen zu lassen und unter dem Vorzeichen der Konvergenz Kunden auf mehreren Kanälen, aber dann einheitlich anzusprechen. Multimediale Kundenansprache, das reicht von Multitouch-Tischen, wie hier auch vom Farmab eingesetzt wird, um über das Leistungsportfolio der Mitgliedsunternehmen zu unterrichten. Das geht aber über eben solche Multitouch-Wände, die inzwischen riesige Dimensionen einnehmen können. Es gibt Kinect-Spiele, smarte Formen des Payments oder aktivierende Verkaufsförderung, bei der multimedial die Kommunikation, die außerhalb des Ladens betrieben wird, im Internet in Form von Broschüren und so weiter, dann an den POS gebracht wird, um hier multimedial mit dem Impact von Visuals, Text und Videos die Kunden anzusprechen.
Hier zählt, was alte Hasen in der Warenpräsentation schon seit langem wissen: Licht lockt Leute. Und wenn das Licht sich bewegt und Interaktivität mit im Spiel ist, lockt es natürlich noch ein bisschen mehr. Zu guter Letzt ein Besuch beim Unternehmen Vizona. Vizona richtet sich mit einer breiten Palette vom Licht über die Architektur, über ausgetüftelte Interieurs an die Großen des filialisierten Einzelhandels. Die Bandbreite geht von Food über Textil und Mode bis hin zu den großen Showrooms der Autoindustrie.